Hey Leute, willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider, dem Baba Yaga DLC. Wir machen weiter in dieser unheimlichen Höhle und gucken mal, was wir noch so finden hier draußen. Sind das Engelstrompeten? Oha. Nachtschatten gewechselt, das ist nicht gut. Hier weht eine Art Pollen umher. Blumen. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ich kann dich nicht verstehen. Irgendwas stimmt nicht. Hier dreht sich alles. Hier ist Stern. Oh Mann. Ich hab's gewusst. Wir wurden erstmal schön unter Drogen gesetzt. Guckt euch das mal an. Das ist gerade zu viel für mein kleines Herz. Oh Mann. Oh, die Felsen. Guck mal, die Felsen atmen. Ach, nein, du. Ich muss träumen. Ist nicht real. Das kann nicht sein. Ach du Scheiße. Geh einfach weiter. Also ich würde mich jetzt ja erstmal hinlegen irgendwo, ein bisschen ausruhen oder so. Ach du Heilige. Lara. Dad? Nein. Das kann nicht sein. Nein. Warte. Die Kamera dreht sich ganz komisch. Mir wird schwindelig. Halt. Wo bin ich? Wie weit geht dieser Weg? Das ist nicht echt. Nicht er. Dad, halt! Bitte nicht! Boom. Nein! Ich muss sofort hier raus! Oh Gott! Bin ich gerade erschrocken? In den Mythen steht die Wahrheit. Weg. Bitte. Oh, ist das mies. Nein. Nein, was ist denn? Wer bist du? Warum tust du das? Schluss! Verdammter Mist! Stopp! Für mich ist es zu spät. Nein. Wer bist du? Komm und sieh. Ach du heiliger Bimbam, sag mal. Mann. Ich wusste ja, irgendwie hat das mit Drogen zu tun, die wahrscheinlich vergiftet sie ihre Opfer. Oh, Kacke. Oh. Ich kann nicht schießen. Oh Mann. Au.
Ich bin unverwundbar, ihr Penner. Oh je. Yeah. Oh. Die halten ja gar nichts aus, sag mal. Ihr Kackviecher! Oh Gott, nicht! Das kann ich! Komm, mein Vater erwartet dich! Nicht er! Überlebenden. Ein Offizier kam nach ein paar Wochen angestolpert. Er sagte, die Hexe hätte sie Dinge tun lassen. So, ich würde wirklich gerne da hochgehen, aber ich möchte gleichzeitig noch was suchen. Es gibt noch mehr Dokumente und Überlebendenverstecke. Kann er hier bestimmt tauchen, oder? Ich denke aber nicht, dass hier noch was versteckt ist. Oder vielleicht doch? Guck mal an. Ah, da liegt's doch. Ich wusste, es war ein Fehler, ihm ein Getränk ins Gesicht zu schütten. Ich tat es trotzdem. Ich dachte, dass Minister Dyatlovs verdutzter Blick den Verlust meines Forschungsetats wert wäre. Ich war so dumm. Die Ratten vom KGB traten noch vor dem Morgengrauen meine Tür ein. 5 Jahre im Arbeitslager. Sie haben nicht mehr den Mumm, es beim Namen zu nennen und nennen es Freiheitsstation. Lügner. Es ist ein Gulag. Ich habe mir geschworen, dass sie mich nicht brechen. Doch schon in der ersten Woche winselte ich um Gnade. Ich muss hier raus. Eine der Wachen, ein rotwangiger Bursche namens Ivan, hat mehr Herz als Verstand. Es schmerzt mich, seine Arglosigkeit auszunutzen, doch ich werde hier nicht verfaulen. Ah, okay. Ist das vielleicht schon die Hexe Baba Yaga? Ist das vielleicht jemand, der sich einfach nur auskennt mit Chemikalien und... Na, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Das ist vielleicht gar keine Hexe. Vielleicht nutzt sie einfach nur ihr Wissen, um die Gegner gefügig zu machen. Die Russen in dem Falle hier. Wir wissen ja, dass das hier ein Arbeitslager war und sich die ganzen Leute befreit haben und jetzt dieses fast schon... Was soll ich sagen? Ja, Ureinwohnervolk ist dieser Gegend. Ja, hört sich ein bisschen komisch an. Vor allem, da sie sehr spät hierher kam. Achso, ich habe noch... Ah, okay. Hab meinen Greifhaken ganz vergessen. Ja, dann machen wir das mal. Ich habe den ja noch am Drahtseil. So, gucken wir mal. Kann ich da sonst irgendwie rauf? Außer so wahrscheinlich gar nicht. Oh, das war knapp. Aber diesmal hat es geklappt.
Ich finde das cool, Leute. Ich möchte gerne alle Texte haben, wenn es geht. Gucken wir mal, das. Ah, seht mal. Zack. Und dann mal wieder ein Text. Ivan, ich dachte, es wäre ganz einfach. Die meisten dieser stinkenden Schläger nehmen sich von den Gefangenen, was sie wollen. Ich habe Ivan gewählt, weil ich ihn für manipulierbar hielt. Aber es ist schlimmer. Er ist ein guter Mann. Er will genauso wenig hier sein wie ich. Diese Einstellung zählt zwar nicht viel, wenn er genug Essen und eine Decke zum Schlafen hat. Aber immerhin hat er einen moralischen Kompass, der den anderen fehlt. Dieser Ort macht ihn krank. Er weiß, dass er Teil des Systems ist und hasst, was er tut. Ich sah, wie er rebellierte, wenn er sich unbeobachtet fühlte, um sein Gewissen zu beruhigen. Ich habe ihm gesagt, dass das nicht reicht. Ich habe ihm gezeigt, wie er mehr tun kann. Wir haben gut zusammengearbeitet, unsere Flucht geplant. Aber es ist zu spät. Ich bin schwanger. Wir sind verflucht. Eieieiei. Hört sich ja wie eine Lagerromanze an. Aber ich glaube nicht, dass sie schon immer so griesgrämig war, wie sie sich anhört. Sie war bestimmt mal jung und voller Leben, die Frau. Nun ja. Ist das wieder dieses Knallgas da? Der Schraubenschlüssel leuchtet irgendwie ganz schön. Naja. Jemand war hier, vor kurzem. Hat auf den Ruinen aufgebaut. Was siehst du? Eine Art provisorische Destille. Nicht genau wie die Blumen. Scheiße. Na klar, sie verfeinert den Pollen. Macht ihn zur Waffe. Es gibt hier keine Magie, Nadja. Nur eine sehr schlaue Person. Aber warte. Wenn sie nur ein Mensch ist, würde der Pollen nicht auch bei ihr wirken? Wenn sie dagegen ankommt, können wir es auch. Was ich sagte. Oh, guck mal, wie schön. Ein Regenbogen. Ah. Durch dieses Gischtwasser eben. Warte mal, wenn ich daran ziehe, was passiert dann? Wahrscheinlich erstmal gar nichts, genau. Ich muss ihn absenken. Muss irgendwo. Ich glaube, das hier wird nur den Kessel öffnen, oder? Wow! Alles klar. Das wird das Ding nach oben katapultieren und dann das Tor einschlagen lassen. Okay. Oh oh. Jetzt tritt überall dieses Gas aus. Ich meine, hat das nicht irgendwie eine gewisse Wirkzeit? Das ging jetzt ziemlich schnell wieder weg. Was ist jetzt, wenn wir dem Ding nicht lang genug ausgesetzt sind? Warte kurz, warten. Ja, das reicht noch nicht. Wow, das sollte genug sein. Jetzt muss nur der Atem. Wow. Okay. Hauptsache mit Knalleffekt. Überall hat sie diese Puppen aufgehangen. Wahrscheinlich, wenn die Leute unter dem Einfluss dieses Gases oder dieser Pollen stehen, dann wirkt das viel mehr. Kriegen so einen Horrortrip. Wochen sind vergangen, seit mich die Mistkerle vom Gulag in dieses seltsame Tal verschleppt haben. Weg von Ivan und meiner Tochter. Sie haben mich beauftragt, einen Weg zu finden, die seltsame Wirkung des Pollens zu bekämpfen, der in der Luft hängt. Ich glaube, jetzt habe ich eine Formel, die wirken könnte. Ein Extrakt aus den Samenkapseln der Pflanzen. Die Leber von Tieren, die Blumen fressen und die Toxine im Stoffwechsel haben. Ein Phenothiazin-Derivat. Die letzte Zutat ist ein Risiko. In der Gegend um den Gulag wird das Mittel in großen Mengen als Insektizid verwendet. Aufgrund der chemischen Ähnlichkeit mit anderen Verbindungen, die ich studiert habe, könnte es auch als rudimentäres Neuroleptikum fungieren. Oder es könnte giftig sein. Ich werde die Mischung heute an mir selbst testen. Ich habe etwas gefunden. Einer der Gefangenen hat eine Formel aufgeschrieben, die dem Effekt des Pollens entgegenwirken könnte. Das muss von meiner Großmutter sein. Die Hexe hat sie umgebracht und jetzt wird sie helfen, Großvater zu retten. Genau wie in seinen Geschichten. Oh, na
Nadja. Hab Vertrauen, Lara. Geh zurück zur Sowjetanlage, wo wir uns getroffen haben. Ich helfe dir zu finden, was du brauchst. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ihre Großmutter die Hexe ist, von der wir hier reden. Also ist schon ein bisschen vorhersehbar, glaube ich, wenn das zutrifft, was ich hier vermute. Schnelle Reise. Ja, das weiß ich, wie man schnell reist. Aber ich hätte gerne hier nochmal alles gesehen. Ach nee, guck mal, da komme ich ja jetzt wieder zurück. Oha. Was haben wir denn da? Samenkapseln und die Leber. Na gut. Das kriege ich hin. Achso, bloß ich bin wieder am Ursprungsort. Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, was ich gerade gesehen habe. Ich ging ins gottlose Tal, um Nadias Großvater zu suchen. Doch ich kam gerade noch mit dem Leben davon. Es war wie ein Märchen, nur in einem zerbrochenen, schmutzigen Spiegel. Und Dad, mein Gehirn weiß, dass alles nur meine Fantasie war, doch der Schuss halt noch in meinen Ohren. Dort drin geht etwas Furchtbares vor. Und ich glaube zwar nicht, dass es Zauberei ist, aber es ist außergewöhnlich. Ich muss herausfinden, was hinter all dem steckt. Aber zuerst muss ich einen Weg finden, um klar zu sehen. Nun gut. Bevor ich weiter zurückgehe, gehe ich nochmal vor. Ohne das Gegengift gehe ich nicht nochmal da rein. Ach so. Ah, verdammt. Ja, ich verstehe sie aber. Okay, nee, dann mache ich das per Schnellreise. Hast du schon recht, Lara. Hast du schon recht. Also nochmal will ich mich dem Zeug echt nicht aussetzen. So, wo gehen wir denn hin? Ich würde sagen, wir gehen hier hin. Was haben wir da? Ja, die Hirschleber und Samenkapseln. Okay, zum Basislager. Ich wette mit euch, das ist die Oma und Ivan ist der Opa und... Also Serafina ist die Oma und Ivan der Opa und naja, die Oma hat Ivan verloren. Naja, mal gucken, vielleicht lebt er ja noch. Naja. Nee, nicht die Oma hat ihn verloren, die Enkelin hat den Opa verloren da drin. Weil er vielleicht seine Frau suchen wollte, die sich von allem so ein bisschen entfernt hat einfach. Sehr gut. Und wahrscheinlich hat sie das Märchen der Baba Yaga dazu genutzt, um eben leichter die Leute von ihr fernhalten zu können. Weil mit Hexen, weiß ich nicht, ich würde mich jetzt nicht unbedingt mit Hexen anlegen wollen. Aber wir schauen mal. So, erstmal hier Schlebern brauchen wir. Ich bin zurück bei der Anlage. Hast du einen Tipp, wo ich suchen soll? Okay, okay. Zuerst die Samenkapsel. Die Blumen wachsen in den Höhlen in der Umgebung. Es sind nie genug, um dich krank zu machen. Da solltest du ohne Gefahr welche davon sammeln können. Die Lebern sollten einfach sein. Die Hirsche dort fressen diese Blumen. Du musst sie also nur aufspüren. Wegen des Insektizids habe ich eine Idee, wo wir etwas davon finden könnten. Großvater hat mir beigebracht, Russisch zu lesen. Ich gehe gerade alte Ausrüstungsverzeichnisse durch, um zu sehen, wo sie es aufbewahrt haben. Ich sag Bescheid, wenn ich es gefunden habe. Okay, dann werde ich jetzt die anderen Vorräte sammeln. Ich hab da was gesehen. Weiß nicht, war es wirklich da oder war das nur Einbildung? Also hier in der Höhle muss ja was sein. Oh, da war's doch schon. Das sind die Blumen. Jetzt brauche ich die Samenkapseln. Oha. Ich hab schon gedacht, nicht, dass sie jetzt wieder so ein Zeug abkriegt. Das ist echt fies. Wenn es halt wenigstens auch ein lustiger Trip wäre, wenn sie da bunte Farben sieht und lustige Sachen. Aber nein, es ist wohl immer grausam scheinbar. Ist immer was Böses. So, machen wir uns die nächsten Kapseln. Oh, was war das denn? Ach, guck mal. Ah, das ist ja... Da war ich noch gar nicht dran. Und? 10 EP. Und ein... Ja, eine Feuerpatrone. Eine Drachenatempatrone für meine Schrotflinte, besser gesagt. Da ist die nächste Höhle.
Oh, bisschen Öl vielleicht. Auch nicht schlecht, ne? Ist einfach mal eine Ölquelle an diesen... Sind das Kreuze? Ja, das sind Kreuze. Gräber. Kommt nur her. Wenn hier Wölfe sind, ne? Lara, das hier willst du sicher hören. Ich halte dich rein. Team Bravo wird noch vermisst. Seit dem Notruf haben wir keine Übertragungen mehr bekommen. Wir müssen ein Rettungsteam losschicken. Beendet die Patrouille bei der Sowjetanlage. Versucht die Spur des einheimischen Mädchens aufzunehmen. Sie hat was mit dem Verschwinden von Bravo zu tun und wir brauchen mehr Infos, bevor wir weitere Leute reinschicken. Verstanden. Kannst du dich in Sicherheit bringen? Ich bin in einem alten Unterschlupf und habe draußen Seilfallen aufgestellt. Im schlimmsten Fall gibt es einen Tunnel, durch den ich fliehen kann. Aber ich muss die Liste noch fertig legen. Ist das normal für dich, Lara? Ich bin das nicht gewohnt. Also, dass man mich umbringen will. Ich glaube nicht, dass man sich daran gewöhnen kann. Also, pass auf. Ja. Da wird sie sich noch dran gewöhnen müssen. Lara müsste es eigentlich schon sein. Na gut, Leute, ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder zu Lara Croft. Oder beziehungsweise Rise of the Tomb Raider. Und dem Baba Yaga DLC. Bis zum nächsten Mal.